Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Jetzt sitzen wir im Garten von Nils Studio und neben mir der Holger. Hallo Holger. Hi. Ich sag mal, es gibt ja so ewig tobende Grabenkriege um folgendes Thema. Analog gegen digital, Hightech gegen Vintage. Und du hast nun wirklich ausreichend Erfahrung, hast auch wirklich die alten Sachen mal gehört. Was sagst du dazu? Ja, wie in vielen Fällen ist es immer eine Frage der Applikation. Ich denke, es gibt genauso eine Berechtigung, absolut lineares Hightech-Equipment mit as low noise as ever possible einzusetzen, wie es auch eine Berechtigung gibt, Equipment einzusetzen, was halt bestimmte Artefakte einfach mitbringt. Und diese Artefakte würde man einfach mal Sound nennen. Okay. Das kennt man als Gitarrist von dem Brummen einer Stratocaster, eines einspuligen Pickups. Vintage ist auch in anderen Bereichen, Klamotten, Autos, Weine, absolut ein Thema. Bestimmte alte Dinge haben aufgrund des Alters oder der Generationsherkunft bestimmte Eigenschaften. Und da wir bei Pop und Rock und allem, was dazugehört im Umfeld, ja auch über Sachen reden, die einfach Sound haben, kann man auch sagen, dass bestimmte analoge oder sagen wir mal nach heutiger technischer Sicht auch an der Machbarkeitsskala orientierte Dinge vielleicht nicht ganz so toll sind, aber die haben ihren Sound, die machen einen bestimmten Job. Genau. Und wir wollen nicht nur drüber reden, sondern du hast hier aufgebaut ein paar wirkliche Vintage-Schätzchen. Mhm. Zeig uns doch mal was und erklär mal, was du dazu dabei hast heute. Jo, wir haben bei Kondensatormikrofonen natürlich den Klassiker aller Zeiten. Hier in der sogenannten Shortbody-Version, das ist ein Neumann U47. Neumann U47, bekannt seit den Beatles. Hat doch der Willy Brandt schon reingesprochen, ne? Und wer noch alles. Ganz klarer Klassiker, der Klassiker, die Mutter aller Kondensatormikrofone, wie man sie heute kennt. Ein Röhrenmikrofon, wie es auch heute noch gebaut wird, braucht es natürlich ein eigenes Netzteil nochmal dazu. Mhm. Deswegen sind aus vielen Bereichen dann irgendwann in den 70ern mit der Transistortechnik die Röhrenmikrofone ja auch verschwunden. Aber für Lead-Vocals, für bestimmte Anwendungen wird jeder, der das mal dafür benutzt hat, sagen, das geht eben nur mit einem Mikrofon in dieser Art. Und das macht ja wirklich Sound. Du hast da noch mehr, zeig mal. Was ist denn hier, genau, das wollte ich gerade sagen, dieses Propagandamikrofon, hätte ich das gesagt. Das trifft auch den Kern der Sache. Das ist eine sogenannte Funkwerk Leipzig-Flasche. Manufaktur in der ehemaligen DDR, die dann irgendwann mal abgewickelt wurde. Das Ding ist an sich, wenn man das so kriegt, alt, vollkommen unbrauchbar, weil was damals in der DDR ein Fortschritt war, es hat ein eingebautes Netzteil, ist für heutige Zwecke so erstmal vollkommen unbrauchbar, weil das Ding brummt wie ein Trecker beim Starten. Also okay. Geht gar nicht. Aber wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt, das Ding auf ein externes Netzteil von unserem Freund Grosser umbauen lässt und eine frisch bezogene M7-Kapsel da oben drauf macht, was übrigens dieselbe ist wie sie auch im U47, genau. Dann hat man ein großartiges Mikrofon. Ich habe das hier an mehrere prominente Berliner Kunden verkauft, die es auch genauso benutzen mit einer M7. Es gibt dann auch noch weitere Steckkapseln, Achtercharakteristik, Kugelcharakteristik dazu. Hat man wirklich ein großartiges Mikrofon. Du hast gerade gesagt, verkauft. Mhm. Was kostet denn so ein Vintage-Traum? Also ich würde mal sagen, gute Vintage-Röhrenmikrofone müssen gar nicht so teuer sein. Mhm. Es gibt ja auch noch die etwas weniger heiß gehandelten Neumann-Gefell-Mikrofone. Mit dem reinen Kauf ist es allerdings bei sowas genau wie beim Auto nie getan. Die Dinger müssen restauriert werden. Wenn wir die verkaufen, sind die grundsätzlich restauriert. Was nimmst du mir denn ab für so ein... Also würdest du denn, du hast den U47 da, was ich jetzt mitnehmen könnte? Das würde, wenn es verkauft würde, so ungefähr bei 7,5 gehen. Okay. So eine Funkwerk Leipzig-Flasche mit Netzteil, Kabel, komplett umgerüstet, Gewährleistung, eine gute M7 dabei, ungefähr ist bei 4. So ein Neumann-Gefell-Mikrofone. So ist man schon mit 2000 Euro dabei, also teilweise unter den Preisen, was sowas neu kostet. Ah, super. Jetzt gibt es natürlich das Alte, was wirklich alt ist. Mhm. Und dann gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue was neu heute,
zu einem ganz anderen Preis, mhm. was versucht, so auszusehen mhm. und, sagen wir mal, 80% vom Sound zu bringen. Also da hast du doch auch was, ja, auf jeden das Fall. Also zeigen kannst. Ich würde sagen, ne? nicht, dass es nicht nur 80% macht, sondern das ist wirklich vielleicht sogar schon 90% und 95%. Das okay. ist doch wirklich sehr dicht dran. Deswegen habe ich ganz kurz die von vorhin von mir schon mal erwähnten Mikrofone mal was mitgebracht. Mhm. Ich denke mal, so Basisausstattung eines Studios ist ganz einfach dargestellt, indem man das einfach mal so in die Hand nimmt. Ein einfaches Bändchen oder kann auch ein dynamisches sein, um okay. mal so ein bisschen weicheren Sound zu haben. Ein einfaches Großmembran, da haben wir hier mal unseren was Justin. Was kostet das? 99 Euro. Okay. Alles nicht die Welt. Und ein paar ordentliche Kleinmembranmikrofone, in diesem Fall sogar mit zwei Wechselkapseln noch dabei. Also man kann sowohl Kugel als auch Niere bedienen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel schon eine Grundausstattung, Mikrofonierung für unter 500 Euro. Jetzt gibt es dazu natürlich jetzt auch noch Sachen, die man jetzt neu konstruiert, ja. neu designt, mhm. die sich aber an der Klangphilosophie, also der Philosophie, dass etwas auch durchaus färben darf, mhm. dass etwas einen Charakter haben darf, eben nicht neutral ist. Mhm. Und da hast du uns auch was mitgebracht. Genau. Also wer sich so mal schon ein bisschen mit Recording-Foren so rumgeturbelt hat und was da so angesagt ist, der kommt an einem Gerät auf gar keinen Fall vorbei. Das Outboard-Teil, vintage-mäßig überhaupt, würde ich sagen, ist der berühmte TAP V76. TAP war eine deutsche Manufaktur der 50er, 60er, 70er Jahre, steht für Tonografie, Apparatebau, saß in Wuppertal und hat eben nach deutschem Pflichtenheft und allen Kunststücken der deutschen Ingenieurskunst damals Vorverstärker gebaut, zuerst in Röhre, später auch in Transistor. Mhm. Der TAP V6. Ich finde auch gerade die Bedienelemente, die Menge. Und die Beschränktheit schon mal sehr beruhigend. Richtig. Also es gab auch noch eine... Noch ist auch nicht dafür gedacht, dass man da dauernd dran rumdreht. Ne? Da braucht man auf jeden Fall mal so ein 10-Cent-Stück für. Erstens das, weil im Deutschen Rundfunk wurde nicht ständig rumgedreht. Ja. Da wurde einmal eingestellt und eingemessen und dann blieb es so und hat über Jahre einfach mal so funktioniert. Ja. Ja, das ist auch so ein sympathisches Element vieler historischer Geräte. Sie sind nicht vollkommen überfrachtet mit irgendwelchem ja. Gedöns. Es hat wesentliche Funktionen, die sind klar ersichtlich und auch für jeden, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hat, sofort nachvollziehbar. Und der V76 ist durch Abbey Road, durch die Beatles, okay. Fortsetzung USA. Kann ich auch ein Plugin nehmen? Ja, beim Vorverstärker-Plugin gibt es keine Besonderheit. Aber auf jeden Fall ist das ein absoluter Klassiker und überhaupt diese ganze deutsche und amerikanische Studiotechnik der 50er, 60er, frühen 70er Jahre ist da immer noch sehr im Fokus. Das betrifft einerseits die Röhrengeräte, andererseits eben auch noch die sogenannten diskret aufgebauten ersten Transistorgeräte. Diskret aufgebaut heißt eben einfach, es gibt nicht wie heute irgendeinen hochintegrierten Chip, wo 35 Funktionen drauf sind. Die auch jeder Hersteller einbauen muss, weil es nur zwei gibt, den teuren oder, und den billigen. Ne? Oder wie auch immer. Oder aber es ist ja beruhigend, dass die Deutschen nicht nur Panzer können. Ne? Die konnten, auch, oh. Aber vom Gewicht ist es schon... Geht das schon wieder in die Richtung? Geht das schon wieder sehr in die Richtung. Aber du hast ja noch mehr mitgebracht, und zwar dieses dicke, fette Ding da. Zeig doch mal, was das ist. Das machen wir mal. Wir sind irgendwann mal drauf gekommen, vor 2,5 Jahren, durch einen Zufall ein bestimmtes historisches Modell aus Deutschland in die Finger zu kriegen. Mhm. Und zwar war das von einer winzigen Manufaktur aus München, ein MV63 von EAB Geiling. Und daraufhin ist dieses Gerät entstanden, wo wir hier eine Vorserie sehen. Das Ding wird im Herbst auf den Markt kommen, wird heißen Langenberg V08. Wir haben eine kleine Vorserie jetzt gebaut nach 2,5 Jahren Entwicklungsarbeit mit diversen Prototypen. Und hier sind dann in der Tat diese Klangqualitäten dieser deutschen Preamps der 60er Jahre per se erstmal drin. Ganz entscheidend übrigens werden auch viele festgestellt haben, Travos. Ne? Travos sind heute nicht mehr so in der Qualität ohne weiteres zu bekommen, wie sie in den 60ern. Das wäre sowieso mal eine Frage gewesen. Ich meine, wenn man versucht, sowas nachzubauen, du kriegst ja die Bauelemente gar nicht mehr. Großes Problem, auch in der Restaurierung von so altem Zeug, ist natürlich diese Materialbeschaffung. Hat uns auch wirklich lange aufgehalten und wir haben es dann aber am Ende des Tages jetzt doch hingekriegt, mit einem Team von 4-5 Leuten dieses Ding in diesen Status zu bringen. Das heißt, wir haben diese Qualität, die diese Dinger aus den 60er Jahren in Deutschland einfach hatten. Und wir haben noch ein paar Sachen reingemacht, die, würde ich mal sagen, ziemlich einmalig auf der Welt sind.
Ein Hersteller, weiß ich, hat das auch noch. Wir haben eine Umschaltung Pentode und Triode für die Hauptverstärkungsröhre. Vor allen Dingen, was mich in meiner... Röhre? Das ist Ding? Röhre. Okay. In diesem Ding sind 3 Rohren und Röhren, 5 Travos drin und für über 100 Euro Mu-Metall, weil wir die ganzen entscheidenden Elemente komplett passiv gemacht haben, weil das ist einfach der richtige Weg zum richtigen Sound, wenn man einen Sound haben will, der möglichst wenig künstlich klingt. Was mich noch immer genervt hat und was ein Schwachpunkt bei vielen, vielen Geräten heute ist und auch bei vielen historischen Mikrofonen, sind die Trittschallfilter. Jeder, der mal ein normales Pult in Anführungsstrichen oder auch vielleicht ein normales Kondensatormikrofon benutzt hat, wird das schon gehabt haben, dass er sich in der ersten Stufe Trittschallfilter geärgert hat. Da geht mir bei einer männlichen Stimme einfach zu viel weg. Es hat keine Eier mehr auf Deutsch. Okay, da habt ihr was Eigenes gemacht. Da haben wir jetzt was Eigenes gemacht. Und was der besondere Knaller an diesem Ding noch... Das ist doch bestimmt das hier, Berlin und Wien oder was steht da drauf? Na, der Trittschallfilter ist hier. Der hat eben so eine Eigenschaft, dass er wirklich eine männliche Stimme auch noch wie eine männliche Stimme klingen lässt. Okay, und trotzdem das Gerumpel wegnimmt. Aber der absolute Highlight ist mit Sicherheit dieses kleine Schalterchen Präsenz hier. Präsenz steht da. Richtig. Und zwar, es gibt ja auch so bei den Vintage-Mikrofonen so 2 Hauptdinger. Das ist eben das von mir gezeigte U47 und dann dieses legendäre AKG C12, was kaum mal jemand in der Originalausgabe je in den Fingern hatte. In Amerika Elam 250, 251 heißt. Und was macht nun diesen Unterschied aus? Das ist in der Tat der unterschiedliche Kapselanstieg bei einer AKG-Kapsel zu einer Neumann-Kapsel. Und das haben wir mit diesem kleinen Schalterchen hier emuliert. Das heißt, der Besitzer eines guten Neumann-Mikrofons steckt seinen Neumann hier rein, macht vielleicht ein bisschen mehr Bassfilter und aktiviert diesen Wien-Schalter und kommt dann durch die Hintertür, ohne 10.000 Euro auf den Tisch legen zu müssen, auch noch zum Sound eines C12. Jetzt sind wir aber schon beim neuralgischen Punkt angelangt, beim Geld. Was musst du denn von mir haben, dass ich den jetzt mitnehmen kann? Wenn der im Herbst auf den Markt kommt, wird er ungefähr 3.500 Euro kosten. Und wenn man restaurierte alte deutsche Preamps kauft, wie gesagt, da gibt es große Preisunterschiede, je nachdem natürlich, ob das Fettkram ist oder ob das Röhrenkram ist. Die Fettsachen, die gehen Module, gehen relativ günstig über eBay, aber damit ist es eben leider nicht getan. Die Dinger sind halt 40, 30 Jahre alt, müssen restauriert werden. Es müssen teilweise spezielle Anschlusskabel, Netzteile und so gemacht werden. Entweder es ist wie bei alten Autos, entweder du bist selber Schrauber oder du musst das Geld in die Hand nehmen, dass es dir jemand macht. Das ist halt, mit dem Kaufen alleine ist es keinesfalls getan. Ich kann auch immer nur warnen, gerade bei alten Mikrofonen. Wir verkaufen kein Mikrofon, was nicht komplett restauriert ist im Vintage-Bereich, also sprich eine neue Kapselbespannung drauf ist, die Röhre durchgeguckt, alte Kondensatoren raus und so. Das muss man einfach bei aller Liebe zu dem Zeug eben einfach auch machen, wie auch niemand ein altes Auto mit durchgelaufenen Reifen oder sonst wie fährt. Stimmt. Holger, ich bedanke mich. Gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht, mal hier wieder einen Blick auf diese Schätzchen werfen zu dürfen und mit dir darüber zu plauschen. Klasse, danke, Holger. Gerne. Danke. Holger nimmt mal einen Job hier, wa? So, und jetzt sind wir schon ein bisschen Quatsch. Hallo, Holger. Hallo. Jetzt habe ich dich angeguckt, das war doof. Da hättest du mich angucken müssen. Okay. Noch einmal Stopp. Auf die Stopptaste? Ja, wartet danach.